Unterschiedlich. Unterschiedlich ist ein Adjektiv zu Unterschied. Auch ein weiteres Substantiv zu unterschiedlich ist die Unterschiedlichkeit. Unterschiedlich soll heißen, dass man Menschen unterscheiden kann in Bezug auf verschiedene Merkmale. Auf der einen Seite gilt Gleichheit als wichtig, auf der anderen Seite ist Unterschiedlichkeit wichtig. Swami Sivananda hat gerne gesprochen von Einheit in Verschiedenheit. Alle Menschen sind letztlich in ihrem tiefen Wesen eins mit dem Göttlichen. Jeder hat einen göttlichen Kern, jeder meint es gut. Wir sind alle Teil dieser Schöpfung. Alle Menschen wirken gemeinsam als Teil des göttlichen Lila, des göttlichen Spiels an diesem Drama auf dieser Erde mit. Insofern sind wir alle eins. Aber Menschen sind unterschiedlich in ihrem Temperament, sie sind unterschiedlich in ihren Motiven, sie sind unterschiedlich auch in ihren Vorgehensweisen. Und das wiederum macht die menschliche Gesellschaft so faszinierend. Manchmal ist es angebracht, dass man schnell ist. Und so ist es gut, dass es Menschen gibt, die flott reagieren können. Manchmal ist es wichtig, etwas geduldig zu sein. Und so ist es gut, dass es Menschen gibt, die eher geduldig sind. Und so weiter. Die Unterschiedlichkeit der Menschen ist etwas Wichtiges und Gutes. Und wenn du zum Beispiel ein Team zusammenstellen willst, dann ist zum einen wichtig, dass alle im Team sich bewusst sind, was die gemeinsame Mission ist, was die gemeinsame Aufgabe ist und was man gemeinsam bewirken will. Und das zweite ist wichtig, dass die Menschen in Bezug auf ihren Charakter, ihren Fähigkeiten hingesehen, unterschiedlich sind. Gemeinsame Anliegen und unterschiedliche Fähigkeiten und Temperamente, das ist ein gutes Rezept, um Gutes bewirken zu können, letztlich um Erfolg zu haben.